Ich habe euch ja schon von unserem Gangsterfilm Harms erzählt. Im Vorfeld zu diesem Film haben wir natürlich auch über Charisma gesprochen. Wir wollten diese Figur Harms, diesen Gangster, wollte man natürlich schon charismatisch gestalten. Nun kann man das heutzutage nicht so machen wie Alain Delon im Eiskalten Engel zum Beispiel, der großartig war, fand ich, der diese Figur perfekt verkörpert hat. Aber wenn wir das in Deutschland machen würden, sagen wir, in dieser Richtung würden die Leute uns auslachen. Die Zeit ist auch eine andere. Also haben mein Regisseur und ich uns auf den Weg gemacht und haben uns so alte Fotoalben angeschaut von Gangstern in Deutschland. Wie sehen die aus? Und dann haben wir festgestellt, es gibt keine Gangster in Deutschland, zumindest keine Fotoalben. Es gibt amerikanische, französische, mexikanische, russische, chinesische, deutsche Gangster kennen wir nicht. Und dann haben wir uns an diese Gladbeck-Geisel-Gangster erinnert und wie die aussahen, diese Fukuhilas, diese Knebelbärte und diese matten Tätowierungen. Und dann haben wir gesagt, so, das muss in diese Richtung gehen. Das ist ein Bankräuber, der geht so in diese Richtung. Aber trotzdem wollen wir ihm natürlich was Charismatisches geben, irgendwie was Überhöhtes, was Cineastisches. Ja, und das ist dann dabei herausgekommen.